Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Power and Revolution 2021 zusammen mit Let's Gordy. Gehe gleich mal weiter mit dem Chef des Bundeskanzleramts. Die Abstimmung hat stattgefunden, aber bedauerlicherweise wurde das Nein! Gesetz nicht verabschiedet. Welches? Grenzsicherung. Nein! Also das hatten wir eh gerade Ja. letzte Folge. Ob wir Dänemark einnehmen können? Oh nein, Rutger. Ja, was geht ab? Herr Bundeskanzler, die Einschränkungsmaßnahmen waren für unsere Handelsbranche tatsächlich fair in dem Sektor geht die. Ja, das hatten wir schon. Ich glaube auch nicht, dass die es nochmal gesagt Oh hat, mein wenn sie Gott. das. Okay, wir müssen vielleicht wirklich schauen, was wir. Oh Gott, was wir wegen Corona Die machen können. Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Geil, Gesetz zur Ja! Kohlenstoffsteuer. Ja, noch mehr Steuergelder! Warum ist Serbien rot umrandet? Weil die uns hassen. Frag mich warum. Ich mich auch. Wir waren doch immer gute Aber Nachbarn. Russland hat auch keinen Bock auf uns. Ja gut, das ist ja Fladdy. Das ist Vladi. Ach, Moldawien, Alter. Sollte es nicht mehr existieren, ey. Ja, wie machen wir, dass das Volk uns liebt? Propaganda. Ja, Nee, da warte. sehe ich uns. Was können wir machen? Was haben wir denn so bei Energie eigentlich? Covid-19? Okay. Irgendwo müssen wir doch nur Corona-Stuff haben. Oh, hier kann man auf Wasserkraft und so ein Bullshit gehen. Ach, scheiß auf sowas. Obwohl das wird gesponsert. Windpark an Land, Windpark auf See. Ja, weil wir so viel See haben. Ja, Hamburg oben, da geht ein Fetterwind immer mehr. Ja, bau noch ein paar. Wird sich schon lohnen. Oh. Wie weit kannst du es raussitzen? Okay. Das muss also wirklich unser Seegebiet sein. Ja, das sieht sie schon die Frau, die Niederländer, Alter. Oh, Scheiße. Aber wir können das ganz schön weit raussetzen. Ja, let's go. Bis zum letzten Punkt. Oh, schön. Ja, dann noch ein Wasserkraftwerk. Ja, wir haben ja auch so viel Geld und so viel Wasser in Deutschland. Touché. Da warten wir mal. Erstmal schauen, wie die Windkraft ankommt. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir mit Corona machen können. Ist es bei Gesundheit ist es ja nicht, da können wir ja nichts machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Vielleicht ist es bei Kultur oder so. Das Noch ein paar nach ist rechts. alles nicht Oder nice. da. Das ist bei Einwanderung. Warum soll Tourismus, Touristenvisa-Regelung. Aber das glaube ich auch nicht, das. Keine Visum nötig. Seit wann brauchen wir ein Visum? Keine Ahnung. Okay. Die hätten Reiter an sich von Covid-19 machen können, Alter. Ja. Sieht halt bei uns mit der Forschung aus. Scheiße. Bakteriologie, Militär, Luftfahrt. Ja, Militär, verständlich. Das ist alles nicht schön. Oh, Medi. Oh. Ah, das ist Glas vors Internet. 4%. Wow. Das müssen wir erhöhen. Auf ganze 5. Wie viel kosten sind das? 3 Ja, mein Gott, Milliarden. das sind 3 Milliarden Das ganze Klimaris. Land. Let's go. Jetzt müssen wir aber hier sparen. Jetzt wird das Online-Banking ja dicht gemacht.
Ja, wir wollten doch wegen Corona schauen, nicht wegen Glasfaser. Es geht los, die Baustelle ist eröffnet. Ja, ich finde ja nichts zu Ja, schau doch Corona. mal Kultur. Was hat denn Kultur mit Corona zu tun? Events. Zirkus, so gar nichts. Ja, braucht man auch nicht. Da gehört eigentlich wirklich mal irgendwas rein investiert. Aber die Zeit haben wir nicht, das Geld haben wir nicht. Oh, Oh. ein internationales Festival. Nein, Feiertag. Aber das ist nicht das, wo sie, was sie gesagt haben mit Ding. War dann hier irgendwann was mit so einem internationalen Kunstding? Ach, wie heißt es Keine Ahnung. denn? Aber wir können eh nichts machen mit Kunstfestival. Corona. Ja, das versuchen wir ja gerade so. Das versuchen wir ja Oh. gerade. Erotische Darstellungen. Jetzt bin ich gespannt. Freie Darstellung. Let's Road to America, let's go. go! Oh Gott, die Ersten Ja, sind immer mehr. weil das da ja so frei ist in Amerika. Die Ersten sind immer mehr. Ja, wenn wir eigentlich mal was wegen Corona machen sollten, aber wir finden es nicht. Wie sieht's denn? Wir haben ja schon alles angeschaut. Was können wir Der denn? letzte Reihe? Industrie vielleicht? Keine Ahnung. Was können wir denn mit Industrie machen? Oh, 19, ja, gibt's schon alles. Covid-19. Das ist in unsere Verträge und so. Irgendwo muss es doch gehen. Warum ist ein Flugzeug beim sozialen Reiter? Hinterfragt es einfach nicht. Gehen wir mal, schauen wir mal hin. Es ist Transport. Transport. Gehen wir auf Transport. Was ist jetzt für Transport? Warum gibt's denn nichts zu Corona? Wie kostet ein Zugang für Behinderte? Ach, das geht Zu noch. viel. Vielleicht erst weiter ins Land rein? Wie weit ins Land rein? Boah. Weiter ins Nein, Jahr. glaub, also nee, das glaube ich nicht. Das sind ganz gefährliche Gewässer, in denen du dich gerade bewegst. Da würde ich mich fernhalten. Es gibt so nee, das sollte eigentlich bei Gesundheits- und soziale Sicherung sein, Alter. Das ist es nicht. So, wann kommt unser behinderter Impfstoff? Ja, komm, sollte es dann kommen. Das sollte heute kommen. Oder? Ja, jetzt ist aber schon der 7. Es ist immer noch nichts da. Keine Tests mehr. Warte, was? Unsere Testbestände reichen bei weitem nicht aus, um effizient gegen die Epidemie vorgehen zu Oh, können. Nur fuck! mit einem frühzeitigen Screening der potenziellen Virusträger können wir die Übertragungskette unterbrechen. Es ist eine Änderung der Strategie notwendig. Wir müssen präventiv handeln und nicht reagieren, da wir der Epidemie nur hinterherjagen würden. Wir müssen testen, testen, testen. Ich Aber glaube, wir es ist müssen mehr doch. Tests kaufen. Wo kaufen wir die? Bei Kaufverträge. Unten? Ne, da wo du gerade warst. Also, ja gut, was? Wir brauchen nicht Impfstoff, wir brauchen Corona-Erkennungstest. Erkennungstest. Aha. Aha! Neuer Kaufvertrag. Wählen Sie bitte ein Land. Ja, keine Ahnung, wer die macht. Ich glaube, das ist hier recht schön die grünen. Warte, warum sind die grüne Länder? Lass erstmal die guten Tests aus Syrien kaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gibt's sowas wie USA oder China halt? Am ehesten. Heiliger Stuhl? Geh noch mal hoch! Warte, was? Eiselong Nochmal ein Man. bisschen? Heiliger Da! Stuhl.
Der Vatikan heißt der Heiligerstuhl. Wie geil. Da, Uhr. USA ist scheiße. Wieso sehen wir nicht, wie viel die USA macht? Schau nochmal bei China. Sehe. China gibt's gar nicht. Geil. Alter, wo sollen wir den Test? Ja, lass einfach mal schauen, ob die USA uns da welche abgibt. 2714. Ist der durchschnittliche Verkaufspreis. Mhm. Ja, das zahlen wir. Müssen aber noch ein bisschen mehr da reinballern. So, das ist das jetzt? Die. Ein Volumen. Ein 1000. Ich trage einen Euro, geht ja voll, Digga. Wie viele Tausende brauchen wir denn? Ja. Gott. Wie viele Einwohner hat's? 83 Millionen. Ich bin mal gespannt, oder wenn wir genauso viel nehmen. Das sind 3 Nullen zu viel. Weil schon in 1000 Einheiten ist. Ach, shit. 83.000. 56 Millionen Euro. Geht aber. Geht, ja. Ja, kauf mal. Let's go, absinn. Wir antworten mehrere Tage dauern, die werden es nicht annehmen. Nee, ist nicht. Ja, doch, die bekommen 3. Die können Deutschland Geld abziehen, wenn wir das nicht wollen. Griechenland macht schon die ganze Zeit. Wir haben ja auch so viele unzureichende Testbestände. Wir wissen wir. Schnauzsicher will ich gar nicht an. Nicht mehr lange, sonst sollten wir eine Rückmeldung haben. Oh, Vertrag angenommen! Jawohl, Baden! Komm, Baden! Geil. Geil. Die kommen am 5. März. Oh, also bis dahin wird unsere Bevölkerung sterben. Mann! Wir haben zu spät reagiert. Ich muss mir das mal anschauen mit dem Impfstoff hier. Verkauf von einigen sogar. Am 15. Februar kommt die erste Lieferung. Ah, ja, da gucken wir mal rein. Bin gespannt, wie es ausgeht. Ja, wir würden sie gerne öffnen, wenn wir wüssten, wie. Jetzt muss man überlegen, wie lange das in Real gedauert hat, bis die Schulen wieder offen waren. Die hält jetzt schon rum. Ja. Ich finde schön, dass wir jede Stunde neue wöchentliche ökonomische Berechnung haben. Okay, dauerhaft, gell? Ja, wir sind jetzt einfach hängen geblieben. Geil. Oh. Anke Kolicic, Raumfahrtprogramm. Oh. Es tut mir leid, Herr Bundeskanzler, Ihre Anfrage zur Beteiligung wurde jedoch abgelehnt. Alter, wie lange hat das jetzt gedauert? Weiß es nicht. War über 2 Folgen, oder? Ihr Bastarde. Egal, und fliegen wir halt nicht in den Weltall. Vor allem, das sagt uns die Bildungsministerin Einser. So gut steht's gerade mit unserem Land. Eine Bildungsministerin. Oh. Das ist schon wieder der von der Alternative. Hört ihm doch gar nicht zu. Ich hasse die alle. Wir müssen langsam mal wieder was für unsere Beliebtheitswerte machen. Ja, das ist gerade schwer. Ja. Glaube ich. Ja, sie haben alle kein Problem, wenn sie sich einfach impfen lassen. Dann machen wir alles wieder auf. Jetzt! Wir haben Impfstoff! Also ja! Jetzt sollte der eigentlich geliefert werden. Da. Ja, das sollte eigentlich kommen. Ja, okay. Gucken wir uns an.
Los, los, bring uns den Stoff. Bring uns den Stoff. Los, do it. Ja. Was ist denn Stoff? Vor allem, so was mir heute so beim zur Arbeit fahren eingefallen ist. Unser Freund hat auch gesagt, wir haben ihm geholfen und deswegen hat er jetzt diesen bei den Losen diesen Fernseher gewonnen. Ja. Aber wir haben doch gesagt, dass wir sowas nur machen für Geimpfte. Er hat sie ja impfen lassen. Und hat dabei wir hatten doch noch keinen Impfstoff. Scheiße! Die geimpfte Bevölkerung ist null. Oh. Oder vielleicht hatten wir doch schon einen, das ist nur die Erstimpfung. Ja, aber geimpfte Bevölkerung ist dauernd null. Also, ja, weil die ja noch nicht vollständig geimpft sind. Was ist denn das jetzt? Oh. Impfpriorisierung. Das haben wir ja schon. Ist es gerade einfach aufgeploppt oder hast du da drauf gedrückt? Ich hab drauf gedrückt. Achso. Ja, warum passiert dann hier nichts? Glaub doch, unsere Impfpolitik sind die instant weg, wenn die kommen. Sollen wir mal ein Hilfslazarett bauen? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Kostet nur unnötig Geld. Wir haben dazu eigentlich noch nichts gemacht. Achso, oh. Das ist das Vorbehalten. Achso. Ne, die ertragen das alle. Die tragen alle. Impf- und Gesundheitsregeln, ist es das vielleicht? Nein, ist es nicht. Da haben wir es aber eingestellt. Wir haben keine Pflichtimpfung, ne? Vielleicht deswegen. Was vielleicht deswegen? Ich meine, ja. Die AfD, warte mal, aktueller Bestand. Der aktuelle wo ist Bestand der? Null. Wo? Die EU hat uns so abgezogen, das ist so krank. Wo seid ihr denn? Gutachten des Vertrags. Der kommt schon. Ja, das ist. Der wird schon noch auftauchen. Okay, wir müssen aus unserer Beliebtheit tun jetzt. Sonst sind wir bald nicht mehr im Start hier. Sport. Was brauchen die Leute, wenn die den ganzen Tag zu Hause sitzen? Irgendwas für die Ablenkung. Ach, da können wir irgendwas reinstecken. Vielleicht für Benachteiligte oder so. Jo. Warum ist das nur so wenig? Also in der Disziplin kannst du auch was machen. Für extra Disziplin. Golf. Da wird aber nichts von der EU gefördert. Ne, das ist ja unser eigenes Ding. Das sagt aber. Das Surfen in Deutschland, wer kennt's nicht? Ja, Chiemsee. Lass einfach ein fettes Stadion bauen. Einfach so, weil wir es können. Nee, nicht das kleine. Das ist 150.000 Plätze. Ach so, ich dachte, du wärst auf dem drunter gewesen. Nee. Ja. In Bayern. Jetzt geht's los. Was hätten wir ja nicht schon eins. Nee, wir brauchen mehr. Wir haben vor allem keine 150.000 Plätze. Let's go. Das größte Stadion der Welt. Oh, was soll ich jetzt? Also, das war immer mit Budapest, Alter. Die Leute werden uns lieben. Echt so. Alter, war's das mit der Folge? Vor allem, weil die nicht ins Stadion dürfen. Oh Gott. Verzögerte Impfstofflieferung. Wir müssen gerade sagen, jetzt hier mit dem Kenntnis, dass wir gerade die Lieferung von... Jawohl! Nice! Aber England ist zu spät. Ja, die Leute feiern uns, weil wir das Stadion bauen. Zwei Wochen Verspätung, ihr Bastarde.
Wir haben nicht genügend Impfstoff bestellt. Die Bestände sind zwar nicht katastrophal, sie sind aber dennoch nicht ausreichend, um eine Herdenimmunität zu garantieren. Das Risiko, dass die Epidemie auf unserem Hoheitsgebiet wieder aufflammt, bleibt bestehen. Wir müssen schnell Impfstoff bestellen. Wir haben zum ersten Mal Impfstoff. Können wir ja versuchen, die Impfkampagne zu dehnen, um die Situation so gut wie möglich zu verschleiern. Jetzt will ich aber kurz noch nachschauen, wie viel sich impfen lassen haben in den ersten Tag. Lol. Ob das schon was steht oder ob das wirklich... Ja, nee, steht noch nichts da. Weil da halt wirklich auf die zweite Impfung gewartet wird. Ja. Ja gut, aber dann machst du es mit der Folge, unser Impfstoff ist da. Endlich! Lasst Like und Auto, wenn es euch gefallen hat. Schabbel, jetzt kommt mir vorbei. Wir sind schon wieder gesunken. Schabbel, unser Twitch-Kanal vorbei. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!